Hallo. Haben Sie etwas zu verkaufen? Allerdings. Aber was macht ein Schüler hier draußen? Haben Sie sich verlaufen? Ich erkunde nur etwas die Umgebung. Ja, es ist gut, ab und zu etwas zu unternehmen. Das stimmt. Auch mir ist Wanderlust nicht unbekannt. Leopold Babcock, der Name. Und ja, ich verkaufe Waren. Nun, für eine wanderlustige Person wie Sie ist es natürlich ungemein wichtig, immer einen Mega-Power-Trank zur Hand zu haben. Ohne einen guten Vorrat würde ich keinen Fuß in den verbotenen Wald setzen. Na, was sagen Sie? Eine kleine Sicherheitsmaßnahme für Ihren weiteren Weg? Ich denke drüber nach. Vielen Dank für die Hilfe, Mr. Babcock. Gut. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas finden. Ein toten NPC ist auch geplündert. Okay, wir hatten aber im verbotenen Wald ja auch schon einen Kampf zwischen Wilderern und Zentauren. Was verkaufen Sie hier? Dem wir plötzlich begegnet sind. Diesem Kampf. Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Ein Besen? Himmelssensenbesen? Ein agiler Besen für Flugbegeisterte, die beeindruckt aussehen wollen, wenn ihr erhebliches könnt. Ich möchte ihn gerne sehen. Ich meine, er sieht... Was ist... Ich es freut mich, dass Arn seine Sachen wieder hat. Radrock und seine Anhänger werden so etwas nicht nochmal probieren. Wer ist Arn? Ich möchte ihn gerne... Er kostet halt 5000. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Boah. Er kostet halt 5000. Ich würde ihn halt vorher gerne sehen, bevor ich ihn kaufe. Aber ich meine, er ist Himmelssensenbesen. Wie sieht der aus? Himmelssensenbesen. Nee, Bogen. Heißt Bogen. Er heißt Bogen. Ja. Das ist der normale Besen. Ja, aber ich würde gerne wissen, wie sieht der aus? Die Preise der Besen, 600, die Besen der Vorhinein sind 500. Ich verwirkte, doch nur das können auch Verbesserung, nur in, könnt ihr auch Verbesserungen für euren Besen kaufen. Die sind für alle Besenmodelle. Aber bringt mir das jetzt was? Ich meine, der kostet halt echt viel. Der kostet halt echt viel. 5000 ist kein Pappenstiel. Auf der anderen Seite, bisher habe ich eh auch noch nichts gekauft, ne? Groß. Ach komm. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt, ne? Es war mir ein Vergnügen. Erstmal habe ich hier noch ein weiteres Outfit, ein besseres. Und einen anderen Besen. So, wie sieht der jetzt aus? Der sieht nicht gut aus. Okay, der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Es freut mich. Upsala. Sag mal, kann ich mit dir was machen? Kann ich da einfach durchfliegen zur Not? Was passiert, wenn ich dagegen fliege? Ach! Das mache ich mit denen. Ich kann die einfach durchfliegen. Gibt's garantiert auch ein Achievement für oder irgend sowas. Oh, halt, stopp. Da unten ist noch ein weiterer Merlins. Ein weiterer Merlins Quest. Revelio. Was sind das denn? Das sind Gegner. Das ist eine Höhle. Willkommen in der Kaninchenkolonie, Ripperi.
Was hast du diesmal für mich auf Lager? Ich mache erstmal die beiden hier weg. Akio! Levioso! Okay. Okay. Aua. Ah, warte mal, ich muss dich garantiert, wenn du mich angreifst, blocken. Oh, das war zu früh. Okay, das funktioniert beides nicht. Ich weiß nicht, wie ich dich auf den Rücken legen soll. Vermutlich brauche ich da Wingardium Leviosa für. Die bessere Variante. Hi Flummi, hallo, hallo, schön, dass du da bist. Wie geht's, wie steht's? Im Wald sind noch zwei. Zwei was? Karana, was sind da noch? Luftballons. Aha, ja, okay. Ich glaube, wir müssen jetzt wenn ich das weiß und wir eh hier durchfliegen, muss ich eh nochmal durch alles mögliche. Durch alle möglichen Gebiete. Was mache ich denn mit denen? Levioso. Kann ich die anzünden? Incendio. Confringo. Accio. Levioso. Was genau? Was ich jetzt mit dir? Das Rätsel, da fehlt mir offensichtlich noch ein Zauber, würde ich sagen. Ich würde sagen, da fehlt mir eindeutig noch ein Zauber. Dann fliegen wir mal weiter. Rebellion. Da sind noch weitere von den Luftballönchen. Oh, mehrere. Mehrere Luftballönze. Oh, ja, genau, das dachte ich mir doch, dass es dafür noch eine Herausforderung gibt. Aber warte mal, was ist das hier? Was ist das da? Was ist das da? In dem Wasserfall ist nichts? Ich bin schockiert. Hallo. Ah, ich kann nur Gezähmte. Okay, das habe ich Zähmen noch nicht gelernt. Okay. Ich habe keine Ahnung. Hab da schon alle Zauber drauf gespammt. Okay. Aber was kriege ich denn dafür jetzt hier für die... Ach, ich muss mehrere davon machen, um die Kapazität zu erhöhen. Okay, das war nicht ganz klar. Was haben wir hier? Ein anderes Erscheinung. Den Nachttänzerbesen. So, so. Und da sind wir gerade dabei. Eine brauchen wir noch. Dann kriegen wir nämlich noch mehr Inventarslots. Das ist ja eigentlich das Plan. Für meinen einen kleinen Zoo. Ich habe jetzt gerade erst heute die Quest dafür gehabt, dass ich überhaupt erstmal lerne, wie man mit Tierwesen umgeht. Habe aber noch fangen können oder irgendwie sowas. Also es gibt in diesem Spiel einfach viel zu viel zu tun, muss man einfach so sagen. Es gibt einfach viel, viel, viel zu viel zu tun. Nein, den habe ich mir gerade gekauft, den werde ich jetzt nicht austauschen. Vielleicht geht es auch nur bei bestimmten Tageszeiten. Es gibt scheinbar 8 kaufbare Besen, ein Geschenkbesen und 4 Gewinnbesen. Zum Beispiel den Nachttänzer. Den ich gerade bekommen habe, okay. Oh, hier sind ganz viele Gegner. Was bist du denn halt? Setze Protegus erfolgreich ein, okay. Manchmal frage ich mich, ob du überhaupt Augen im Kopf hast. Also ich.
So, dann komm, greif ich mal an. Hast wohl Angst, dir eine einzufangen? Ja, komm, greif ich mal an. Du bist die Plage, die Treadwell dafür. Muss noch ein paar Protegos lernen hier, bis wir sie korrekt anwenden. Hallo, Homura. Dafür brauchst du noch einen Gegenstand. Okay, vermutlich genauso wie jetzt hier, dass ich den gerade befreit habe, ist dann auch noch nutzlos. Revelio. Aber guck mal, da rennt er weg. Das ist doch schön. Ist er wenigstens frei, das ist doch schön. Da haben wir ein paar von diesen komischen Eiern. Na, du kleiner Knuddelmuff? Ja, ne? Was für ein Gegner bist denn du? Ja! Protego! Stup! Repulso! Incendio! Contringo! Und es hat Boom gemacht. Wenn man die Gegner nicht sieht, das ist echt nicht so leicht. Ich weiß, was das bedeutet. Womit dann die Frage vom Anfang wieder aufgeworfen werden, findest du Erkunden nutzlos, wenn du erst bis Punkt X gespielt haben musst, oder darf man vor X schon erkunden? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage, Karana. Macht es Sinn, jetzt überhaupt schon zu erkunden, wenn ich noch nicht alle Fähigkeiten sozusagen frei habe? Man eh nochmal wieder zurück muss. Im Endeffekt stimmt schon. Man könnte sagen, ich sollte jetzt erstmal die Hauptstory durchprügeln, um auch zum Beispiel noch die Sachen zu haben oder alle Zauber, damit ich die anderen Möglichkeiten denn... Revelio. Accio. Und ich diese ganzen Rätsel auch lösen kann, vernünftig. Natürlich. Der letzte Meter natürlich fehlt wieder. Impulso. Damit wäre das erledigt. Wenn du auf die Map gehst und rauszoomst, siehst du, welches Level pro Region empfohlen wird. Ansonsten kannst du ruhig richtig erkunden. Ja, ja, es geht ja nicht um das Level als solches, da stehen ja nur die Gegnerstufen. Aber es geht ja darum, dass ich bestimmte Fähigkeiten habe, die, oder nicht habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier, in der Region Hogwarts. Warum auch immer südlich von Hogwarts in Hogwarts ist. Ja, egal. Da fehlen mir noch ganz schön viele Sachen in den oberen erst recht, weil ich da noch gar nicht so wirklich war. Hier sind 2 Demigeist-Statuen, 5 Ballons, noch eine Handbuchseite. Ein berüchtigter Gegner, eine Landeplattform, 2 Astronomie, ja Gott, was alles gibt. Viel Erfolg, Lars, beim Helfen. Und da ist für mich, dass ich muss halt immer wieder dieses Erkunden machen. Ich erkunde jetzt, Merlins Aufgaben zu machen, damit ich mehr Plätze für Ausrüstung habe, was, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll ist, weil ich einfach immer im volles Inventar habe. Aber ich müsste dann später nochmal und nochmal und nochmal. Deswegen ist jetzt die Überlegung, ob ich jetzt nicht eher sage, okay, jetzt haben wir das gemacht, jetzt machen wir erstmal wieder Quests, um die
Und das muss ich auch machen. Demigeist-Monde. Wie viel Demigeist-Monde gibt es denn in Hogwarts? Oder in Hogsmeade vielleicht erstmal. Wie viel gibt es da? Da gibt es 9 Demigeist-Statuen. Ja, guck mal, da können wir da einfach noch Truhen und dann erkunden wir einfach mal ein bisschen noch Hogsmeade. Und schauen, dass wir da noch ein paar Türen können wir öffnen. Ich weiß nicht, ob das verboten ist, Türen zu öffnen. Ob ich dann Ärger bekomme. Ein gesunder Mittelweg ist immer gut. Revelio. Kann ich dich aufsprengen? Confringo. Nope. Kann ich dich aufzündeln? Nope. Kann ich dich aufziehen? Accio. Nope. Revelio. Das ist Stufe 2. Flutes and Loots. Mal reinkommen und einen Tee trinken. Nom nom nom. Und was essen. Ah, oh, spielt von ganz alleine. Revelio. So viele Instrumente. Kann ich mit dir reden? Nö. Aber ich kann dich stehlen. Na dann, ich habe dich bestohlen. Vielen Dank. Ist die Frage, wie komme ich dort hinten ran? Von außen scheinbar. Ah ja, da ist die Truhe. Au. Das kratzt die Null. Das ist gut. Das ist gut, wenn es die Null kratzt, dass ich stehle. Auch Alohomora Stufe 2. Jetzt ist es halt gerade Nacht. Jetzt wäre es halt der richtige Zeitpunkt, um diese Demigeist-Statuen zu finden. Alohomora. Wie weit bist du denn schon, Flummi? Revelio. Und das ist natürlich auch schon ein bisschen fragwürdig, wenn einfach man alles hier auch böse machen kann. Das habe ich auch schon gehört als Kritik und ich verstehe ein bisschen die Kritik, dass es gibt diese unverzeihlichen Flüche, die man... machen kann, die unverzeihlich sind, aber es interessiert niemanden. Und das ist natürlich schon ein bisschen komisch. Weiter als Zug, Crucio kann ich schon. Hey Lord Azug, hallo, hallo, Alohomora. Ja genau, den kann ich. Alohomora kann ich aber noch nicht weit genug. Ich kann Alohomora erst auf Stufe 1 und ich muss es... Hier bei den meisten Türen und sowas ist es auf Stufe 2 nötig. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Die ist einfach fest verschlossen. Da. Alohomora. Hab ich aber nicht ausgerüstet. Also das irgendwie müsste eigentlich, damit es wirklich passt. Also es ist viel zu lieb. Viel zu lieb sozusagen. Das Spiel ist viel zu rücksichtsvoll. Ich meine, zum einen, du kannst die Leute, du hast zwar die Option, in den Dialogen auch mal ein bisschen negativer gestimmt zu sein, nein zu sagen und sowas, aber im Endeffekt musst du sie ja trotzdem annehmen. Also du kannst dann immer wieder, wir hatten das ja bei der einen Quest, scheinbar ist es so, dass man die immer wieder annehmen kann. Oder das war eine Hauptstory und deswegen konnte ich das
danach noch einmal anfangen. Aber das ist das eine, wo es halt... Dir wird eine Option gegeben, die aber keine Auswirkung hat, sozusagen. Und zum anderen, dass du halt Zauber wirken kannst, ohne dass es Konsequenzen hat. Obwohl es eigentlich Zauber mit sehr, sehr harten Konsequenzen sein müssten. Und das auch schon 1890 oder 1899. Rebellion. Also kannst du mir nicht erzählen, dass das nur in der heutigen Zeit verboten ist. Da waren wir schon. Aber warte mal, ich weiß nicht, ob man Demigeise sieht. Ob die auf der Karte... Reinspaziert. Nur nicht schüchtern. Okay. Oh Gott, die haben sich bewegt. Creepy, ich geh weg. Genau, du musst das Spiel eigentlich kein zweites Mal spielen, weil keine Entscheidung einen Einfluss hat. Ja, ne, das ist die Frage, ob du, also das Haus, die Wahl zum Beispiel des Hauses hat ja auch nur, welche NPCs du kennenlernst, aber ansonsten ist da wenig Änderung. Also, die Hauptstory, oh Gott, sorry, die Hauptstory ist ja dann schon die gleiche. In der Hinsicht ist es schon... Rebellion. Ich meine, dafür ist aber auch groß genug. Also, das ist jetzt auch wieder so ein... Du hast, ja, ich weiß nicht, ungenutzte Teilprogramm. Das Spiel ist halt schon sehr, sehr groß. Es bietet bis jedenfalls, habe ich das Gefühl, sehr, sehr viel Zeit zum Entdecken. Auf der Karte sind die blau... Warte mal. Ja, die sind auf der Karte blau. Die Demigeise sind blau auf der Karte. Ich meine... Ganz blöd formuliert, Skyrim zum Beispiel hat ja auch eine relativ lineare Story, wo es wenig Varianten gibt. Und auch da kann man immer und immer und immer wieder spielen. Natürlich hast du hier nicht so die Klassenwahl, dass du sagst, okay, ich werde jetzt Schurke und kämpfe mit Bogen und Schleichen. Oder ich nehme den Schleichenweg mit Bogen und Schurke. Oder ich... nehme einen Dolch und schleiche und nehme ab und an einen Bogen. Aber sehen für mich aus wie Schlösser. Du gehörst mir, Demigeist. Aha, da ist offensichtlich ein Demigeist drin, da oben. Ja, aber da komme ich nicht rein. Guten Tag. Danke nochmal für das Liefern dieser Tränke an Madame La Wong. Bitte? Hat mir viel Zeit und Ärger erspart. Was ist das da? Du bist verschlossen. Du bist auch verschlossen. Du für zwei. Da kann ich rein. Willkommen im Eberkopf. Der Eberkopf! Wandmontierter Eberkopf. An dieser Wand... Dieser an der Wand montierte Eberkopf verdreht die Augen und rümpft die Nase ob der zwielichtigen Atmosphäre und der doch eher interessanten Kundschaft im Gasthaus desselben Namens. Keine Kundschaft. Rebellion. Trinken wir erstmal, was auch immer das hier ist. Steht da rum. Trinke ich. Schönen guten Tag. Stimme nichts dagegen, wenn ich mir den Demigeist ausleihe. Oh, es ist Tag? Ups. Nun ja. Warte mal, da ist nochmal eine Truhe und einen Schlüssel. Eine Truhe und eine.
Hi Tiger, hallo, hallo, schön, dass du da bist. Wie geht's dir stets? Das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Wo ist das? Das ist doch hier gleich um die Ecke, wenn ich das richtig sehe. Das müsste doch da drüben gewesen sein. Ist das nicht hier? Hallo? Springst du? Hallo? Hallo? Okay. Kannst du das Boot... Kannst du... Wie? Jetzt bin ich gespannt. Wo kommst du hier hoch? Okay, ich glaube, wir sind tot. Ich glaube, wir haben das... Ich glaube, wir sind... Nee, doch, wir kommen hier wieder raus. Ich dachte schon, wir kommen hier nicht wieder raus. Aber kann ich hier nicht irgendwo an das... An den Steg einfach hoch? Offensichtlich nicht. Offensichtlich sind Stege unüberwindliche Hindernisse. Lumos. Noch eine Seite. Sehr schön. Rebellion. Gibt's ja, mit einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Demigeisen, jetzt ist ja wieder Tag. Komme ich hinter dir rein? Ist die Tür offen? Nein. Das ist auch zu. Stufe 2. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Stufe 2. Oh. Und deswegen, ich muss die Demigeise finden, um die nächste Stufe freizuschalten, damit ich die anderen Schlösser knacken kann. Denn nur mit den Demigeisen kriege ich diesen Alohomora-Zauber. Du weißt, dass du auch wieder nachts machen kannst? Ja, kann ich. Da war eine Karte, also eine Schriftrolle. Warte mal, ich hau die da immer dran. Was hauchst du da immer dran? Da war eine Karte, also eine Schriftrolle. Wo war da eine Karte oder eine Schriftrolle? Flummi. Rebellion. Wenn du Revelio machst, dann es klingelt. Ach so. Ach, das bedeutet das Klingeln. Ich dachte immer, das ist so ein Hinweis, dass in der Nähe irgendetwas ist. Also auch zum Beispiel eine Kiste oder irgendwie sowas. Aber die kann natürlich auch irgendwo in einem Gebäude dann sein, das ich nicht öffnen kann, ne? Oh, oder es ist vor Ollivander. Weil ich dumm bin. Ollivanders Zauberstabgeschäft. Zauberstäbe aus verschiedenen Hölzern und mit allerlei Flexibilität, jeder mit einem von 3 magischen Kernen, suchen sich ihren Besitzer in diesem gemütlichen, unübersichtlichen Laden aus, der von dem freundlichen und sachkundigen Gerbold Ollivander geführt wird. Die Familie Ollivander ist seit 382 vor Christus als Zauberstabmacher tätig und gilt als die beste Großbritanniens, wenn nicht sogar der Welt. Da ist noch einer. Oh, Frau Zonko, ich bin so dumm. Diebe! Wie süß. Zonkos Laden in Hogsmeade wird regelmäßig von Hogwarts-Schülern und Dorfbewohnern gleichermaßen besucht, die hier verschiedene Scherzartikel kaufen. Oder so. Nichts genommen. Geben Sie sie zurück. Ich habe nichts, Sir. Es war nur das eine. Das waren alles, Sir. Ehrlich, ich schwöre. Also, wie oft wollen Sie beide meinen Laden denn noch plündern? Ich schwöre, es waren nur die, Sir. Wirklich, Sir. Mehr würden wir nie nehmen. In Azkaban wird man für solche Sätze kein Verständnis haben. Ja, es ist so süß, wie viel... Wie so kleine... Das war etwas harsch.
Das ist so lebendig. Ich finde, das ist lebendig. So, hier ist noch irgendwo einer. Aber wenn man das weiß, dass das Klingeln diese Seiten sind, ist es ja so viel hilfreicher. Fässer mit Butterbier. In diesen Fässern wird das bei Hexen und Zauberern so beliebte Butterbier gelagert. Es wird sowohl kalt als auch heiß serviert und hat einen geringen Alkoholgehalt, der auf Hauselfen viel stärker zu wirken scheint als auf Menschen. Ich habe schon einmal Butterbier getrunken. Das war so unfucking fassbar süß. Rebellion. Muss ich sagen. Oh, Ruckelruck, Alter. Fang dich mal. Komm, gehst du in ein Gebäude rein, schon explodiert die Fresse. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Die FPS. Hier ist ein Demigeist? Oh, da. Rebellion. Dann werden wir doch mal... Ich bin froh, dass Clementine... Die Diebe, verdammt, ab nach Azkaban für 200 Jahre, das stimmt. Auf jeden Fall. Nur dafür, dass sie in Zonkos Zaubererladen etwas geklaut haben. So. Ich habe gehört, dass unsere Clementine sie in ihre Schmetterlingsgeschichten rein... Ah, bevor Sie fragen, ich habe keine neuen Socken mehr. Rebellion. Müssen Sie sich etwas anderes überlegen. Oh, da. Besenknecht Sonntagsstart. Das 1750 gegründete Geschäft mit Filialen in Paris, London und Hogsmeade. Die Reihenfolge, die Abfolge ist halt super. Paris, London, Hogsmeade. Bietet eine Vielzahl von Zauberbekleidung und Accessoires. Mr. Augustus Hill und sein Mitarbeiter Otto Dibble sind allen Kunden gerne behilflich und genießen dabei insbesondere die Herausforderung, weniger modebewussten Hexen und Zauberern einzukleiden. So wie wir. Es gibt verschiedene Versuche, Butterbier herzustellen. Eine weitere steht auch in einem Harry Potter Kochbuch. Also, einem Harry Potter Let's Play Kanal hat mindestens 3 probiert und unterschiedliche Begeisterung. Okay, ich habe nur eine probiert, eine Sorte. Rebellion. Und die waren wenig lecker. Diese eine Sorte, die ich hatte. Schwerhörige können einstellen, dass optisch angezeigt, wo das Klingeln herkommt. Das finde ich eine sehr schöne Idee. So ein bisschen Imperie sperre ich auch ein Leben lang ein. Ja, und das ist... Und genau, halt eben nicht. Hier halt nicht. Rebellion. Hier kannst du Imperio verwenden, hier kannst du Crucio verwenden. Das interessiert niemanden. Tiger. Froschleichseife. Wer sich mit diesem Stück Seife waschen möchte, kann sich auf ein amphibisches Erlebnis der besonderen Art einstellen. Wenn die Seife unter Wasser gehalten wird, bahnen sich die kleinen Kaulquappen ihren Weg aus dem Schaum. Wie grauenvoll. Ist das oben? Rebellion. Nee. Viel Erfolg, Flummi. Danke für den guten Tipp. Können wir Hogsmeade mal langsam ein bisschen leerer sammeln. Ich weiß, ich habe das Spiel seit 3 Tagen durch. Das ist halt so krass durch, ne? Wenig trifft es wohl am besten. Gemeinschaftsgarten von Hogsmeade. Dieser kleine Gemeinschaftsgarten im Herzen des Dorfes ist der perfekte Ort zum Anbauen verschiedener Kräuter und friedfertiger Zauberpflanzen. Au. Rebellion. Du weißt, dass mein Bruder just in diesem Moment eine Strafe in Azkaban hat. Ach, hier waren wir schon, ne? Und hier haben wir versucht, alles schon aufzuschließen und das ging nicht. Du gehörst mir, Demigeist. Ja, eben nicht, weil ich nicht durchkomme. Okay, ich glaube, wir haben in Hogsmeade jetzt erstmal soweit alles gesammelt, was wir momentan machen können. Wir haben noch keine... weil ich die Türen natürlich aufkriege. 3 Demigeist-Statuen sind nicht so wirklich viel. Ich könnte mal noch da oben, der alte Narr. Da könnten wir mal noch hingehen, hier in diesen Bereich, in den rechten Bereich. Können wir noch mal reingucken. Niemand verdammt, was ich meinte.
Wie komme ich denn da oben hoch? Da lang. Rebellion. Das ist mal nur eine Truhe. Auf geht's nach Hogsmeade. Ach, so eine Truhe. Rebellion. Stege des Eberkopfs. Diese Stege vor dem Wirtshaus Eberkopf bieten einen angenehmen Platz zum Sitzen und Entspannen. So oft, sofern einem das gelingt, wenn man nur einen Steinwurf von dem entfernt ist, was als zwielichtiges Wirtshaus, was in dem zwielichtigen Wirtshaus vor sich geht. Meine Güte, das kann ich ganz schön nicht mehr lesen. Das ist schon an sowas scheitert. Ah, Stufe 2? Natürlich. Stufe 3, glaube ich sogar. Rebellion. Hatte 24 Spielstunden für 100%, also wirklich alles, was möglich ist. Dachte, es würde länger dauern. Das ist krass wenig. 44 Stunden ist echt krass wenig, muss ich sagen. Auf welchem Schwierigkeitsgrad spielst du? Schmetterlinge durch den ganzen Wald gejagt haben. Eine sonderbare junge Dame. Hunas! Katzen! Kaninchen. Aber wirklich, also... Das ist ganz schön wenig, 44 Stunden. Für ein 60-Euro-Spiel halt, ne? Auch wenn natürlich immer noch mal die Frage dazu kommt, wie man spielt. Vielleicht auch noch mal. Oh, hallo. Schönen guten Tag. Rebellion. Warum sitzt du da oben drauf? Ach, deswegen. Ihr spielt mit eurem Kopf? Mhm. Na dann, ich werde euch da nicht aufhalten. Macht immer weiter mit dem, was ihr da tut. Was bist du? Das Grab eines Dorfbewohners? Klar, einfach mal rein, gucken wir mal. Na, auf Story natürlich, auf schwer. Jetzt hat er keinen Bock darauf, mit permanent direkt in die Ohren zu fliegen. Naja, ich spiele auf normal, weiß nicht, wie die... Auch nicht auf schwer, das wollte ich auch nicht. Revelio. Wir müssen gleich mal identifizieren gehen, habe ich das Gefühl. Oh. Ihr seid Feinde, oder? Ja, ihr seid Feinde. Man fragt sich, ob das Leben tatsächlich vom Schicksal vorgegeben oder einfach die Ausgeburt schlecht getroffener Entscheidungen ist. Steht natürlich richtig kacke gerade. Das muss ich Sebastian erzählen. Eine Erschwinderin. Rebellion. Incendio. Natürlich. Was ist das jetzt? Rebellion. Aha. Incendio. Konflikt. Ein Storygame spiele ich immer zuerst auf ohne Schwierigkeit, damit ich mich auf die Story konzentriere. Okay. Hat er gerade Arschwinderin gesagt? Ja, er hat gerade Arschwinderin gesagt. Ah. Revelio. Ich brauche...
ins Zentrum. Hä? Wenn ich hier durchgehe. Okay, das ist nicht die Lösung. Ins Zentrum. Okay, das, also wir haben jetzt schon mal die Tür offen. Aber wie komme ich da jetzt durch? Wie komme ich denn da jetzt durch? Also ich meine, ich könnte mir jetzt natürlich das Talent holen, womit ich mich teleportiere. Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist. Ich meine, ich habe die Storypunkte, oder? Die Talentpunkte, die Storypunkte. Könnt ihr jetzt hier... Ja, waren das? Nee, es war nicht Schleichen. War das ein Zauberspruch? Wo war das denn? War das doch ein Haupttalent? Hier. Vielleicht, ich probiere mal das. So, was haben wir jetzt hier noch? Stupor verursacht direkten Schaden. Okay, und... Ein perfekter Problem ist eine starke Explosion. Okay. Du kannst dich auf das Ding draufstellen. Achso. Ich kann mich auf das Ding draufstellen? Akio. Okay, ich kann mich da draufstellen und dann? Vigioso. Ach so, da drauf stellen. Ach, meine Güte, das habe ich unnützerweise vermutlich den Talentpunkt ausgegeben. Akio. Eine nicht identifizierte Hand habe ich gefunden. Okay, da war ich... Ich habe den Kubus schon rausgezogen, und das hätte ich eigentlich damit machen sollen. Ich hätte erst da drauf gehen müssen, damit ich merke, okay, ich kann den Tier teleportieren. Dann hätte ich den Kubus ein Stück rausziehen müssen, damit ich ihn dann bewegen kann. Aber ich habe das einfach alles viel zu schnell schon gelöst. Durch mein unfassbares Wissen, meine unfassbare Kompetenz. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!